Hallo liebe YouTuber, liebe Wanderfreunde und ganz besonders hallo lieber Unity Box. Ja, du hast mich ja gebeten, ein Video darüber zu machen, was ich alles so auf meinen Wanderungen mitnehme. Ja, und das werde ich jetzt hiermit tun. Ich habe meinen Rucksack mal gepackt, als würde ich auf eine zweitägige Wanderung gehen, auf der ich im Wald übernachte. So, als erstes möchte ich mal etwas zu den Schuhen sagen. Also ich trage immer und überall Turnschuhe. Es gibt keine bequemeren Schuhe und auch gleichzeitig keine gesünderen, so man sich denn auch gleichzeitig anständige Einlagen anfertigen lässt. So, die meisten Leute haben ja Probleme mit den Füßen, so auch ich. Ich habe Senk-, Spreiz- und Knickfüße, deswegen habe ich mir hier speziell Einlagen beim Orthopäden anfertigen lassen. Zahlt auch in der Regel die Krankenkasse. Na, man sieht auch hier schön, wie der Fuß hier gestützt wird. Und da ich schon eine leichte beginnende Arthrose im rechten Außenknöchel habe, ne, sind diese Einlagen doch sehr sinnvoll und unterstützen den Fuß. Die Einlagen, die bei so einem Schuh dabei sind, das ist so ein labbliges Irgendwas, die kann man in eine Tonne kloppen. Deswegen der Gang zum Orthopäden lohnt, vor allem wenn man Strecken von über 40 Kilometern läuft, ist das wirklich sinnvoll. Okay, im Rucksack, was haben wir da? Da ich ja auch YouTube-Filme mache beim Wandern, habe ich natürlich ein Stativ dabei. Ja, das ist meistens hier so ein Tripod, so ein Dreibein mit flexiblen Beinen, dass man das auch an einem Ast oder ähnlichem befestigen kann. So, dann mache ich hier mal auf. Was haben wir hier noch? Ah ja, das ist der Selfie-Stick. Auch ganz praktisch. Hier kann ich nämlich auf das Stativ draufschrauben und habe somit ein höheres Stativ. Ja, und kann dann oben halt mein Handy mit der Klammer befestigen. Die ist jetzt leider in Gebrauch, sieht man gerade nicht. So, dann habe ich hier einen ISO Energy Drink. Ja, da ist Magnesium drin, Kalium, Calcium, alles was man so bei Ausdauer braucht für die Wanderung. Sehr wichtig, eben auch viel Magnesium aufzunehmen. Sonst quälen einen Waden, Krämpfe machen einen wahnsinnig. Dann habe ich hier meinen Trinksack. Da ist jetzt nichts drin, ist ja nur zu Demozwecken. Der liegt halt hier über der Schulter dann bei mir und dann kann ich daraus super trinken. Unerlässlich, wenn man nicht ständig stehen bleiben will, um zu trinken. Das ist nämlich ziemlich nervig und man kommt kaum voran. Außerdem ist so auch eine stetige Flüssigkeitsaufnahme gewährleistet. Ja, also ich in der Regel alle 2 bis 3 Minuten nehme ich immer einen Schluck daraus, wenn ich am Laufen bin. Sehr praktisch. Und da tue ich halt dieses ISO-Zeug drin auflösen. Gibt auch einen angenehmen Geschmack und man tut noch was für den Magnesiumhaushalt. So, weiter geht's hier oben. Was haben wir denn da? Da ich einen sehr kleinen Rucksack habe, bewusst, ja, damit man nicht unnötiges Zeug mitschleppt, habe ich aber das Problem, dass ich keinen Platz habe, um noch Lebensmittel großartig unterzubringen. Deswegen habe ich noch einen zweiten, kleineren Rucksack dabei. So ein Faltrucksack. Ja, den macht man einfach auf, schlägt das um, macht das zu und dann hat man hier einen vollwertigen Rucksack. Ja, das ist so ähnlich, als ob man mit dem Wohnmobil in Urlaub fährt und hinten ein Smart drin hat. So kommt mir das immer vor. Okay, da ich ja draußen campe, habe ich auch ein ganz kleines, schönes Teelicht mit. Ja, kann ich an so einer Kette aufhängen. Da ist sogar unten noch ein Ersatzteelicht drin. Ja, das macht dann abends im Camp immer ein sehr schönes Licht. Hier oben kann man noch so ein Reflektor drauf stecken auf dieses Teelicht, damit das Licht auch möglichst nach unten reflektiert wird. Auch sehr sinnvoll. Dann geht's weiter. Meine Kochtöpfe, sage ich mal. Das ist so ein Ein-Mann-Verpflegungsset. Damit kann man wunderbar kochen. Hier hat man direkt so einen Griff dran. Wunderbar. Da drin befindet sich Salz und Pfeffer. Sehr gut. Dann ein Flint. Das kann ich gleich mal zeigen. Des Weiteren ist hier drin die Gaskartusche. Kann man einfach rausnehmen. In diesem kleinen Säckchen hier ist der eigentliche Gaskocher. Auch sehr klein, sehr leicht.
macht man diese Füßchen hier, die hakt man hier ein. Setzt das, schraubt das Ganze dann auf die Kartusche auf. So. Gas aufdrehen. Ja, und mit dem Flint eben schlägt man Funken raus. Und kann damit den Gaskocher anzünden. Sehr schön. Hat den Vorteil, dass man ist auf kein fehleranfälliges Feuerzeug angewiesen, Streichholz oder ähnliches. Das Ding funktioniert immer, selbst wenn es nass ist. Okay, das ist der Kocher. Und die geht auch für eine Portion, also für eine Person geht da wirklich sehr viel rein. Ne? Man hat also sogar zwei von diesen Behältern, die kann man auch ineinander stellen und irgendwas dünsten, was auch immer. Sehr, sehr sinnvoll, sehr praktisch, klein und leicht. Das ist wichtig auf solchen Wanderungen. Dann, achso ja, Sonnenbrille, ganz wichtig, ohne Sonnenbrille, Sommer wie Winter, immer dabei. So, man will ja auch halbwegs nicht auf Komfort verzichten, auch wenn man im Wald übernachtet. Deswegen einen sehr kleinen, ultraleichten Hocker. So. Hat etwa, ich weiß es nicht, keine 100 Gramm, sehr leicht. Dazu einen extrem leichten Tisch, der wiegt, ich glaube, 800 Gramm. War auch relativ teuer, knapp 100 Euro, aber ich finde, er ist jeden Cent wert. Das ist ein Aluminiumgestänge, ist sehr leicht zusammenzubauen. Das ist mit Gummizügen drin, das flutscht ja eigentlich von selber rein. Hier nochmal zwei Stangen. Die hakt man hier ein. Und hier auch. Ja. Und schon hat man einen schönen kleinen Campingtisch. Ja, so sieht das Ganze dann aufgebaut aus. Ne? Man sitzt auch relativ bequem, nur ich muss sagen, auf diesen drei Beinen. Ich habe wirklich zu Hause etwas trainieren müssen, um darauf lange sitzen zu können, weil die Sitzfläche ist wirklich nicht allzu groß. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat und wie gesagt trainiert hat, kann man da durchaus eine Stunde, anderthalb problemlos drauf sitzen. Zur Unterstützung für die Rückenmuskulatur habe ich hier ein sehr schönes Gadget gefunden. Und zwar so ein Sitzband. Ja, das kann man sich hier so um den Rücken legen. Und dann mit dem Knie hier einhaken und hat dann wirklich eine schöne Lehne, ja, dass man da wirklich richtig bequem sich reinhängen kann. Ja, das ist für Leute mit Rückenproblemen, wie ich zum Beispiel, ist das sehr angenehm, einfach den Rücken zu entspannen und macht durchaus Sinn, sich so ein Sitzband zuzulegen. Ist auch gar nicht so teuer, ich glaube 10 Euro macht auf jeden Fall Sinn. So, was haben wir noch? Ah ja, zum Essen. Eine faltbare Schüssel nimmt wenig Platz weg. Und daraus kann man wunderbar essen. Dazu, wo ist er? Hier der passende Becher. Ja, kann man auch wunderbar daraus trinken. Was haben wir hier? Ah ja, Kulturtasche. Was haben wir denn hier alles drin? Eine Schlafmaske. Ja. Dann, wenn man draußen waschen will, Rei in der Tube. Die üblichen Sachen halt, ein kleines Deo, alles halt sehr klein und leicht. Eine Faltbürste, ja, die habe ich sehr gerne, da ist auch ein Spiegel mit drin, kann man sich auch mal angucken. Und natürlich eine faltbare Zahnbürste. Ja, will natürlich auch sich im Wald die Zähne putzen. Dazu eine kleine Tube Zahnpasta, eine kleine Tube Duschgel. Und ja, das brauche ich eher, wenn ich in Hotels unterwegs bin, wenn ich in Hotels oder Pensionen übernachte, Desinfektionsspray, ja, erstmal das Klo desinfizieren. Nähzeug, ja, da ist ein Faden und eine Nadel drin, falls mal irgendwas abreißt am Rucksack. Dazu Magnesiumtabletten. Magnesium kann man nicht genug haben. Ich habe nämlich schon Wadenkrämpfe gehabt, Freunde, mein kompletter Unterleib vom
Beckenknochen bis zum dicken Zeh hat sich komplett verkrampft. Ich hatte Schmerzen, das war nicht mehr feierlich. Zum Schlafen noch Ohrstöpsel, ja, damit man ein bisschen Ruhe findet. Dann ganz wichtig, Pflaster für die Blasen zu verarzten und eine kleine Nagelschere. Ja, das habe ich alles in der Kulturtasche drin. Dann, mein Schlafsack, auch ein sehr, sehr leichtes Modell aus einer Synthetikfaser. Ja, habe ich extra so gewählt, weil die kann man auch lange so zusammengequetscht lassen, ohne dass das den Fasern schadet. Anders als bei Daunenschlafsäcken. Die sind von der Temperatur zwar angenehmer drin zu liegen, halt von der Wärme, aber die Daunen, die sind doch sehr anspruchsvoll, was die Lagerung angeht. Und das macht dieser Schlafs durch die Kunstfaser halt nicht. Ich kann den auch mal aufmachen. Wie gesagt, der hat also weit unter 1 Kilogramm und ist eigentlich ein Sommerschlafsack bis 15 Grad. Ich habe da aber auch schon bei minus 2 Grad drin geschlafen und nicht gefroren. Ja, was hier alles rauskommt, Wahnsinn. Okay, halt ein normaler Schlafsack mit Reißverschluss, der auch von innen zu bedienen ist. Da sollte man darauf achten, dass der Reißverschluss halt zwei Zipper hat, dass man den auch von innen schön zumachen kann. So, was haben wir hier? Ja, weil ich ja draußen schlafe, ein sogenanntes Tarp. Das ist einfach so ein Dach. Ich packe das jetzt nicht aus. Ich blende mal kurz ein, wo ich das benutzt habe. Es ist einfach ein Dach, wo man sich mit einen Unterschlupf mit zwischen zwei Bäumen spannen kann. Das ist relativ schwer, wiegt 1,5 Kilo, ja, ist auch etwas festeres Material, was auch wichtig ist wegen Wind. Das soll ja auch halten. Dazu natürlich eine sehr leichte Hängematte. Man soll nicht meinen, wie stabil das Ding ist. Beim ersten Mal habe ich echt Angst gehabt, mich da reinzulegen, habe mich wie auf rohen Eiern gefühlt, aber kann ich euch mal auspacken. Die besteht aus Fallschirmseide, ist sehr strapazierfähiges Material. Hier die zwei Aufhängepunkte. Und sieht zwar jetzt sehr klein aus, aber ich blende auch hier mal das Lager ein, wo ich da drin geschlafen habe. Also, und wenn man es einmal raus hat, ist es doch sehr bequem. Dazu eine der kleinsten und leichtesten Luftmatratzen der Welt. Die war auch richtig teuer. Ich habe die vor 5 oder 6 Jahren gekauft. Ich meine, ich habe dafür knapp 200 Euro bezahlt. Aber ich finde, das Ding ist jeden Cent wert. So. Die lässt sich halt auf ein Minimum zusammenrollen. Ich werde die jetzt nicht aufpusten, aber man sieht schon, wie groß die ist, und die bietet auch bei geringstem Gewicht und kleinstem Packmaß den bestmöglichen Komfort. Ja, und die lege ich halt noch unterstützend immer in die Hängematte mit rein, damit es von unten auch ein bisschen isoliert wird und man liegt halt noch bequemer. So, ja, dann natürlich ein Spaten, ein kleiner Klappspaten. Der ist aus Edelstahl, ist relativ schwer. Aber auch im Wald muss man natürlich sein Geschäft erledigen und das will man natürlich nicht so offen rumliegen lassen. Was haben wir hier noch? Kleidung zum Wechseln, T-Shirt, Socken, Unterhose und eine normale Hose noch, die ich immer nur abends trage. Ich wasche dann meine Laufklamotten, wasche ich immer durch und lasse sie dann über Nacht trocknen und trage abends diese Wechselklamotten, die ich am nächsten Tag wieder wechsle in die Laufklamotten. Dann ein ultraleichtes Mikrofaserhandtuch. Ja. 20 Gramm, 30 Gramm. Extrem saugfähig, ziemlich klein, sehr effektiv. Schlafkomfort. Man braucht natürlich auch ein Kissen. Ja, das ist schon ein bisschen sehr alt. Da hat die Füllung ein bisschen gelitten, aber weich, gemütlich tut's. Zum Frühstück ein kleines
Brettchen, um sein Butterbrot drauf zu schmieren. So, haben wir hier nichts mehr. Ja gut, hier oben wären eigentlich, da ist jetzt gerade meine Kamera dran angeschlossen, eine Powerbank samt USB-Ladekabel. Wäre hier oben drin. Was haben wir hier noch? Ah ja, für im Sommer auf jeden Fall zu empfehlen. Ich bin da hyperempfindlich gegen Insekten, also Mücken und gerade Bremsen, diese schwarzen Pferdebremsen, diese fliegenden Ungeheuer. Dafür gibt es das einzig wahre DEET. Ja, das ist ein Nervengift, das wurde wohl während des Vietnamkrieges entwickelt. Riecht auch ziemlich chemisch, man bekommt auch Kopfschmerzen davon, also muss aufpassen, wo man es aufträgt. Also im Gesicht bin ich da sehr empfindlich, gerade durch das Einatmen. Und ich meine auch, wenn ich davon zu viel einatme, neben Kopfschmerzen, bin ich auch mal so ein bisschen benommen. Deswegen sollte man da aufpassen, aber sehr effektiv. Ich habe noch kein besseres Mittel wie dieses DEET gefunden. Ja, dann hier eine Taschenlampe. Ja, die hat 1000 Lumen. Ja, damit kann man schon nachts gut was anfangen. Und was haben wir hier? Das ist noch eine Tasche. Was haben wir hier drin? Ah ja, ein Kokosnussholz. Ein Kokosholz-Kochlöffel. Dann ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das werde ich gleich mal auf dem Balkon zeigen, was man damit macht. Dann mein Messer. Neulich habe ich gehört, dass man das überhaupt nicht mitführen darf, weil es eben einhändig zu bedienen ist, obwohl es keine stehende Klinge hat. Aber durch diese einhändige Bedienbarkeit darf man das wohl in Deutschland nicht mit sich führen. Ist mir egal, ich habe es trotzdem dabei, weil ich das brauche. Ja. Relativ neu im Gepäck ist die Säge von Opinel. Ja, wenn man mal sich für sein Lager aufzubauen einen Ast absägen muss, was auch immer. Sehr scharf, sehr effektiv, sehr schönes Werkzeug. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Ja, genau. Und dann noch mein ultraleichtes Titanbesteck. Ja, Messer, Löffel, Gabel, ne, normales Besteck halt, ultra leicht, auch keine 100 Gramm, ne, sehr robust, habe ich schon seit über 10 Jahren, funktioniert wie am ersten Tag. Ja, hier sind noch zwei kleine Taschen, das ist die eine Tasche, die hier an der Hüfte anliegt, am Hüftgurt, die habe ich mir selber dran gemacht nachträglich, da habe ich in der Regel mein Portemonnaie drin und das Smartphone. Das passt da wunderbar rein, immer griffbereit, falls man mal schnell was filmen will. An der anderen Tasche im Hüftgurt habe ich in der Regel Ersatzakkus drin für das Navigationsgerät, zeige ich gleich. Und da ist dann auch die Actionkamera drin, die jetzt auf dem Stativ steht, auch immer griffbereit. Ja, das war's im Rucksack. Jetzt kurz zum GPS-Gerät. Das ist das Garmin Oregon 600 mit topografischer Deutschlandkarte. Von der Bedienung her muss ich immer wieder sagen, ist ein schlechter Scherz, was Garmin für einen Murks auf den Markt bringt. Leider ist Garmin in puncto Kartenmaterial führend. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt ein Garmin-Gerät benutze. Sonst wäre ich das schon längst auf einen anderen Hersteller umgestiegen. Und auch ein großer trotzdem ein Pluspunkt ist die Batteriebetriebenheit, ja, da kann man auch unterwegs immer wieder die Akkus tauschen. Das heißt, man ist auch unabhängig von der Powerbank. Wenn die leer ist, egal, nächste Tankstelle, Batterien kaufen, läuft. Ich benutze immer Akkus und habe auf längeren Touren auch immer das Ladegerät dabei. Jetzt für so eine Zweitagestour ein Akkupaar im Gerät, das zweite aufgeladen in der Tasche. Und wie gesagt, topografische Deutschlandkarte drauf. Da sind auch, man sieht es hier hoffentlich jetzt, das ist am Lacher See, da sind auch die kleinsten Wanderpfade drauf, also und voll routingfähig. Ne? Das ist halt, warum ich das Garmin-Gerät benutze. Dazu habe ich mir selber gebaut, sowas bietet Garmin auch nicht an. Da frage ich mich wirklich, das nennt sich Outdoor-Spezialist. Naja, auf jeden Fall, das Gerät hat hinten so eine Klammer. Da kann man das hier einklicken. Ne? Das funktioniert aber auch nur, weil ich mir das selber gebaut habe. Garmin bietet sowas nicht an.
Okay, ja, dann gehen wir noch mal kurz auf den Balkon und dann zeige ich, was es mit diesem Holz hier auf sich hat. Ja, was machen wir jetzt mit diesem ominösen Holz? Ganz einfach, man nimmt sich das verbotene Messer und schabt etwas, ein paar Späne von diesem Holz ab. So, das ist ein ganz weiches, extrem harzhaltiges Holz. Ja, da brauchen wir ein paar Späne hier. So, dann nimmt man sich den Flint und schlägt ein paar Funken da rein. Ja, und mit etwas Übung und dem richtigen Winkel, dann kann man diese Späne wunderbar entzünden und kann ein Feuer machen und ist auch damit nicht auf ein Feuerzeug oder Streichhölzer angewiesen. Ja, Freunde, das war es dann hier auch wieder von mir. Ich hoffe, lieber Unity-Box, deine Fragen sind beantwortet. Falls nicht, frag nochmal nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.